Naturkatastrophen halten sich nicht an Landesgrenzen und Zuständigkeiten. Aus diesem Grund haben die Regierungspräsidien Stuttgart und Tübingen gemeinsam mit den Kreisbrandmeistern der Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen die Übung Heißer Süden veranstaltet. Heiß ging es besonders im Landkreis Esslingen zu. In Eichtal-Eich waren schon am frühen Morgen Einsatzkräfte mit Blaulicht und Sirene unterwegs. Grund war ein Großeinsatz, bei dem in der Festhalle Eich über 40 Personen gerettet werden mussten. So konnten sich auch der neue Einsatzleitwagen 2 des DAK-Kreisverbandes Nürtingen-Kirchheim sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr vom Landkreis Esslingen bewähren. Das Zusammenspiel der verschiedenen Rettungsdienste und der Feuerwehr klappte hervorragend, wie Marc Lippe, Einsatzleiter Rettungsdienst, erklärte. Wir sind hier in Eichtal-Eich. Aufgrund der Waldbrandlage, die seit mehreren Tagen hier herrscht, kam es zu einer starken Verrauchung, sodass bei einer Veranstaltung hier in der Festhalle Eich mehrere Personen durch diese Rauchentwicklung hier verletzt wurden. Wir wurden von der bereits eingerichteten technischen Einsatzleitung alarmiert mit dem Stichwort MANF. MANF heißt mehrere Verletzte, eine Vielzahl von verletzten Personen. Wir haben sofort Großalarm ausgelöst für den Rettungsdienst, sind mit mehreren Kräften hier vor Ort gewesen. Es waren insgesamt 39 Patienten, die zu versorgen waren und in die Kliniken im Umkreis abtransportiert wurden. Doch damit nicht genug. Durch die angenommene, langanhaltende Hitzephase mit über 40 Grad Celsius waren die Waldböden so ausgetrocknet, dass kleinste Funken reichten, um einen Waldbrand zu entfachen. In Eichtal-Neuenhaus mussten daher die Feuerwehren Wasserförderung über lange Wegstrecken erstellen, um das auflodernde Feuer im Wald zu löschen. Die Wehren forderten zudem den Transporthubschrauber der Bundeswehr für die Feuerbekämpfung an. Dieser holte sich über 5000 Liter Wasser aus dem Baggersee in Kirchentellensfurt und bekämpfte den Brand damit aus der Luft. Die Einsatzkräfte arbeiteten Hand in Hand, sodass der Waldbrand in kurzer Zeit unter Kontrolle war. Marion Leutze-Mohr, die erste Landesbeamtin in Esslingen, zeigte sich von der Katastrophenschutzübung beeindruckt. Also für mich war es jetzt nicht die erste Übung, bei der ich mit dabei war. Und es war wieder interessant, wie die verschiedenen Stellen zusammenarbeiten und wie vieles, ganz, ganz vieles reibungslos funktioniert und gut funktioniert. Und wir haben heute ja auch gesehen, dass manches schneller geht, als diejenigen, die nicht mit dabei sind, denken. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es doch ganz gut, dass die Leute gut aufgestellt sind. Dieses Wetter ist ideal für eine Übung, wo es um Wärme geht, um Hitze geht. Das hat mir am besten gefallen, aber was die Übung angeht, hat mir doch tatsächlich das Ineinanderfließen der verschiedenen Teile am besten gefallen. Und ganz besonders beeindruckend war natürlich am Ende der Hubschrauber bei dem Massenanfall von Verletzten hier kurz vor Bebenhausen. Schwerpunkt der Katastrophenschutzübung war die Zusammenarbeit von Haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften aus unterschiedlichen Hilfsorganisationen. Dass die Koordination und Durchführung auch in unübersichtlicher Lage funktioniert, zeigten die Rettungskräfte überall im Naturpark Schönbuch. So auch im Landkreis Böblingen. Großalarm löste ein schwerer Busunfall auf dem Zubringer zur Autobahn A81 bei Gärtringen aus. Der volle Reisebus war umgekippt und es drohte höchste Brandgefahr. Für die Rettung der Verletzten war ein Großaufgebot an Rettungskräften angefordert. Schnell hatten die Einsatzkräfte die Lage im Griff und die Versorgung der verletzten Personen konnte rasch beginnen. Der Übungstitel Heißer Süden bekam im Landkreis Reutlingen aktuelle Brisanz, denn auch dort hatte die Trockenheit an verschiedenen Stellen im Waldgebiet Feuer entfacht. Bei der Moosplatte löschten mehrere Feuerwehren der Region die Brandhärte in gekonnter Zusammenarbeit. Der technische Einsatzleiter der Katastrophenschutzübung, Bezirksbrandmeister Siegfried Holstein, erklärt, warum die Katastrophenschutzübung ausgerechnet Heißer Süden genannt wurde und zieht eine erste Zwischenbilanz. Ja, abgewandelt durch die Ereignisse, die wir jetzt auch Kalifornien und dergleichen eben hatten. Es kommt zum Klimawandel. Wir stellen uns jetzt schon auf verschiedene Phasen des Wetters ein.
Und darum haben wir gesagt, heißer Süden, wir liegen im Süden Baden-Württembergs. Und von daher 2017, das kommt wieder auch noch damit dazu, heißer Süden 2017 als Arbeitsbegriff. Ich bin höchst zufrieden mit der heutigen Übung. Die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen hat auf allen Ebenen wunderbar funktioniert. Es gibt natürlich ein paar kleinere Stellschrauben, an denen wir jetzt im Nachgang einfach nochmal herangehen müssen. Aber kurzum, die Bevölkerung hätte heute ein gutes Gefühl haben können. Etwas kühler, aber nicht minder aufregend, war es an der Echatz in Kirchentellensfurt. Dort musste die DLRG ausrücken, um eine bewusstlose, im Fluss treibende Person zu retten. Mit gemeinsamen Kräften der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wurde diese mit einer Schleifkorbtrage, die an Seilen gesichert war, aus der starken Strömung geholt und erstversorgt. Nachdem die ersten lebensrettenden Maßnahmen erledigt waren, konnte der Verunfallte mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Im Landkreis Tübingen sorgte die Hitze für explosive Stimmung. In einem Jugendzeltlager bei Bebenhausen kam es zu einer verheerenden Gasexplosion, in deren Folge fast 50 junge Menschen zum Teil schwerst brandverletzt wurden. Um eine schnelle Versorgung der lebensgefährlichen Verletzungen sicherzustellen, war der Bell UH-1D, ein Transporthubschrauber der Bundeswehr, im Einsatz. Er landete in der Nähe der Unglücksstelle, um die Verletzten aufzunehmen und in Spezialkliniken der Region zu fliegen. Alexandra Sußmann, Regierungsvizepräsidentin in Stuttgart, zog nach dem Ende der Katastrophenschutzübung ein positives Fazit. Unser Fazit ist, die Übung ist wirklich gut verlaufen. Die beübten Ziele wurden erreicht. Sämtliche Einsatzkräfte konnten ihre Übungen zu Ende bringen. Und es gab natürlich keine Verletzten, das ist das Wichtigste. Es gab einen leichten Sachschaden, aber ich glaube, der hält sich auch im Rahmen. Und insgesamt ein sehr positives Fazit, was ich ziehe. Die Übungen waren im Schönbuch verteilt. Es ist natürlich ein Naturschutzgebiet, das hieß ein logistischer Aufwand. Wir sind mit zwei verschiedenen Bussen durch den Schönbuch gefahren, mit verschiedenen Standorten und hatten verschiedene Einsatzlagen.